Um zu überleben, müssen wir in Bewegung bleiben. Pilot, die IMC wird weiter nach uns suchen. Unsere einzige Überlebenschance ist ein Treffen mit Major Anderson. 60 Klicks von unserer aktuellen Position. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. Das hochentwickelte Design dieser Titan-Waffe könnte uns einen taktischen Vorteil verschaffen. Bist du etwa verliebt? Das menschliche Konzept der Liebe erfordert Bewunderung, Anziehung, Hingabe und Respekt. Fazit, ich bin zu 50% verliebt. Mit dem Tone-Loadout können wir Gegner erfassen und mit Zielsuchraketen attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen hilfreich. Das
Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Attackiere feindliche Infanterie. Kane, feindlicher Teil an den südlichen Wasserabläufen. Wir bitten Verstärkung. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Ich wiederhole, Feindpilot in unserem Sektor! Wartungsüberbrückung aktiviert. Öffne Flussregulierungstor. Warnung. Toxische Dämpfe in Hauptklima eingeleitet. Aktiviere Sicherheitsschleuse des Kontrollraums. Die Druckschleuse hat sie im Kontrollraum eingeschlossen, Pilot. Sie müssen einen anderen Ausgang finden. Wir müssen uns trennen. Trennen? Klingt riskant. Angesichts der schwierigen Lage müssen wir das Risiko eingehen. Ich verfolge Ihre Position. Schlage vor, Sie suchen einen Ausgang. Alles klar, BT. Du aber auch. Verstanden, Pilot. Alle mal herhören. Hier spricht Kane. Was wir hier haben, meine Freunde.
Freunde von der IMC und der Miliz. Das ist ein Kommunikationsproblem. Aber das ist okay. Kein Akt. Alles bestens. Wer war das? Ladedaten. Kane. Söldner mit Verbindung zu den Apex Predators. Bekannter Drogenabhängiger und Händler. Das hier ist Kanes Reich. Ihr dürft gerne bleiben, bis er euch getötet hat. Was übrigens nicht lange dauern wird.
Raccoon 3, 9. Milizflotte. Wir werden in der Aufbereitungsanlage aufgehalten. James, hier hat neue mechanisierte Infanterie. Wir sitzen in der Falle. Ich orte verbündete Miliztruppen ganz in ihrer Nähe. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Piloten zu sehen, Sir. Unser Squad hat echt was abgekriegt. Wir könnten Hilfe brauchen.
Wo muss ich hin, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die einzige Chance zu überleben. Hört, ein Titan der Vanguard-Klasse und ein SRS-Pilot reiben meine IRC-Unterstützung auf. Wer du auch sein magst. Ich hoffe, du bist interessant. Wo steckst du? Ich folge dem Schlammstrom. Die Strömung ist stark. Das deutet auf einen Ausgang hin. Rücken Sie weiter vor.
Unsere Wege werden sich in Kürze kreuzen. Vermisst du mich schon? Mit Verlaub, warum sollte ich Sie vermissen, Pilot Cooper? Vergiss es. Lange nicht gesehen, BT. Im Gegenteil. Dank Ihres Helms konnte ich Ihren Fortschritt in Echtzeit verfolgen. Sie haben gut gekämpft. Die Steuerung des Schlammstroms ist in der nächsten Kammer. Ich markiere sie auf Ihrem HUD. Das Maß ist voll. Ich komme jetzt runter. Ich sehe ihn nicht. Schlammströme deaktivieren, um uns neu zu formieren. Ich habe die Steuerung auf Ihrem HUD markiert. Überbrücke Pumpenfiltersystem. Notabschaltung initialisiert. Laptop 4, setz dir die Ticks an. Pumpenabschaltsequenz 20%. Die Schlammfälle enthalten in hoher Konzentration Schwermetalle, die meine Zielerfassungssysteme stören. Wie schwer kann das sein? Schieß einfach! In der Kampfzone meines Piloten blind zu feuern, verstößt gegen Protokoll 3. Lambda 4, setz jetzt die Ticks ab! Lambda 4, seid uns ab! Lambda 5 in Position, setz die Ticks ab! Lambda 5, seid uns ab! Pumpenabschaltsequenz 40%. Prozent.
Unterstützungsfeuer. Unmittelbare Gefahr. Das war ein schwieriges Gefecht, Pilot. Sie haben sich gut geschlagen. Ich habe alles für Ihre Akte notiert. Ausgang auf dieser Seite identifiziert. Hier entlang. Pilotenmodus aktiv.